Du hast bestimmt schon dieses Lied gehört, Clocks von Coldplay. Das Wichtigste aus diesem Stück zeige ich dir in diesem Video. Wir lernen hier die Harmonie, also es gibt nur drei Akkorde hier, es wird sehr einfach sein. Und das Spannendste hier ist, wir haben hier Tonart Dorisch. Das ist eine besondere Tonart, der klingt eigentlich wie Moll, aber hat eine Besonderheit. Das erkläre ich dir in diesem Tutorial. Also suchen wir jetzt diese drei Hauptakkorde. Unser wichtigster Akkord hier ist B-Moll, weil das ist B-Moll-Tonart. B-Moll ist unser Tonika, heißt das. Hauptakkord heißt immer Tonika. Und von B werden wir alle anderen Stufen zusammen abzählen. Vielleicht zeige ich dir erstmal die Tonleiterstufen, alle sieben, damit wir dann auch dann abzählen können später. Also B-Moll-Tonart ist B, C, Des, Es, F, Ges, As und B. Aber wir haben Dorisch. Das heißt, diese Stufe wird nicht Ges sein, sondern erhöht. Ganz normales G. Okay, dann B, C, Des, Es, F. Jetzt kommt G normal. Und dann As und B. Merkst du, das hier klingt ein bisschen merkwürdig? Aber im Lied wird das sehr schön sein. Also, hier wird ein bisschen heller. Merkst du das? Ja, und unsere drei Hauptakkorde bauen sich eben auf diesen Tönen von Tonleiter. Ersten Akkord war B, Des, F. Übrigens, alle Akkorde müssen wir auch als Umkehrung finden, weil wir werden im Lied nicht Grundstellung haben, sondern die Umkehrungen. Das zeige ich dir etwas später. Und jetzt finden wir den zweiten und den dritten Akkorde. Zweiter Akkord geht nach oben, also gehen wir von B bis 4 nach oben. Eins, zwei, jetzt wissen wir, wo das hingeht, ja? Drei, vier. Super! Jetzt bauen wir von S ein Akkord. Aber weil das Dorisch ist, wird statt Ges ein G sein. Und jetzt merken wir, dass das plötzlich ein Es-Dur-Akkord ist. Das wird ein heller Akkord in diesem Lied sein. Und damit fangen wir sogar an. Der wird als erstes kommen, dann kommt unser B-Moll-Hauptakkord. Der wird sich zweimal wiederholen. Und am Ende F-Moll. F-Moll ist übrigens auch ein sehr wichtiger Akkord, der heißt Dominanter. Das ist fünfte Stufe, fünfte nach unten. Wenn wir jetzt von B nach unten zählen, dann 1, 7, 6, 5. 1, 7, 6, 5. Wenn du bei Hoi Piano bist und alle Lieder dort lernst, sagen wir immer, dass fünfte Stufe ist dominanter und dominanter kann man besser unterhalb von Tonika spielen. Und das war's. Also, Es-Dur, B-Moll und F-Moll. Das klingt schon ganz interessant. Man kann das mit beiden Händen spielen. Also Es. Wir greifen in der linken Hand einfach Es und Es. Aber vergesse nicht, dass wir hier Dorisch haben. Also wird Es Dur sein. Okay, so, dann gehen wir zur Tonika B-Moll und dominante F-Moll.
Genau, nochmal. Wir sind schon fast am Ziel. Jetzt brauchen wir nur noch Umkehrungen von diesen Akkorden. Nur noch. Also jetzt zeige ich dir, wie man Umkehrungen am besten finden kann. Also unser S-Dur-Akkord spielen wir nicht S, G, B, sondern G, B und S. Diese beiden bleiben und S kommt eine Oktave höher. Diese drei Töne greifen jetzt mit der rechten Hand. Und schon haben wir S-Dur gefunden. So, jetzt erkennt man das richtig, dieses Lied. Man spielt 5, 2, 1, 5, 2, 1 und nochmal 5, 2. Zweimal nach unten und einmal S, B am Ende. Also, wenn du jetzt möchtest, kannst du diese Umkehrung einmal extra trainieren. Du suchst einfach nur S, nochmal da S und unter dem S kommt erstmal ein breiterer Abstand. Das ist immer so bei Umkehrungen. Und dann ein G-Terz. Übrigens, dafür habe ich ein sehr gutes Video. Das dauert nur ein paar Minuten. Wenn du dir das anguckst, dann bist du schon richtig Profi in Umkehrungen finden. Also Hauptnote und dann etwas breiterer Abstand. Aber genauer schau das in diesem Video. S. Weiter. Jetzt kommt unser Hauptakkord B-Moll. Und B haben wir hier schon mit dem zweiten Finger. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr suchen. Und jetzt gleiche Prinzip. Unter dem B kommt etwas breiterer Abstand. Genau kannst du ja in diesem extra Video sehen. Und dann einfach Terz. Und schon haben wir. B-Moll gefunden als Umkehrung. Jetzt verbinden wir diese zwei Akkorde nochmal. S, B, G, S, B, G, S, B. Jetzt gehen wir zu B-Moll. Zweiter Finger bleibt. Das, B, F, das, B, F, das, B. Jetzt das gleiche kommt nochmal. F-Moll und F liegt schon mit dem Daumen hier. Dann bauen wir ganz normal Moll, F-Moll, F, As, C. Super, das war's eigentlich schon. Also, das klingt so. Durchgang kannst du das etwas leiser spielen, etwas vorsichtiger und linke Hand nur einmal pro Akkord. Also einmal S und dann wird gehalten, solange man hier mit der rechten Hand spielt. Und beim zweiten Mal kannst du ein bisschen lauter werden und die linke Hand spielt öfters. Immer wenn wir mit dem kleinen Finger spielen, immer mit dem kleinen zusammen. Und hier mit dem vierten. Und dann mit dem auch vierten. Also dreimal pro Akkord, ja? Ganz ein bisschen lauter und mit mehr Volumen und dann steigert sich das. Beim ersten Mal etwas vorsichtiger, beim zweiten Mal
mehr linke Hand und das Ganze ein bisschen lauter. Ja, super, jetzt hast du nur mit drei Akkorden so ein tolles Lied fast fertig hingekriegt. Also auf jeden Fall dieses Vorspiel. Und du hast verstanden, dass hier B, unser Hauptakkord, der ist in der Mitte und oberhalb war vierte Stufe. Sie heißt auch Subdominante und unterhalb ist fünfte Stufe. Sie heißt auch Dominante. Alle diese Akkorde lernen wir in Klavierlernen für Erwachsene-Kursus Schritt für Schritt. Wir erkennen sie in jedem Lied und wiederholen immer wieder dieses Thema. Wenn du auch deine Klavierstücke bewusst lernen möchtest, dann schau gerne bei Hoypiano. Dort gibt es eine kostenlose Mitgliedschaft und dort kannst du dir das alles anschauen. Ganz viel Spaß mit dem Klocks und wir sehen uns in nächsten Unterrichten.